Hallo Leute, willkommen zurück zu einer Runde The Witcher 3 Wild Hunt. Und als erstes muss ich sagen, ich spiele jetzt eine Runde, weiß aber nicht, wann ich dieses Teil auf YouTube hochladen werden kann, weil zurzeit habe ich ein bisschen Probleme mit dem Uploads. Ich lade ja die Teile über PS Share auf YouTube hoch und da ist seit gestern ein ziemliches Problem. Ich habe nämlich kaum Uploadszeit. Das bedeutet, dass das Video sehr, 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 sehr lange braucht, bis es auf YouTube hochgeladen ist. Und ja, heute Morgen ging es mal wieder, so fast mit normalen Zeiten. Aber mittlerweile nicht mehr. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht einfach nur an der Tatsache, dass morgens weniger Leute drin sind. Und ich habe aber auch absolut keine Ahnung, wo das Problem ist. Im Internet konnte ich auch kaum wirklich etwas dazu finden, außer so etwas wie ein Forum. Deutschsprachig, wo das Problem auch bekannt ist. Aber das ist keine offizielle Seite, weder von PlayStation noch von YouTube. Auf meinem Laptop habe ich im Geschwindigkeitstest normale Werte, denke ich, sage ich mal, so glaube ich. Aber mit der PlayStation, da sind die Zeiten unzumutbar. Ja, deswegen weiß ich gar nicht, wann das Video dann hochgeladen sein wird. Hab auch noch zwei andere, die ich noch hochladen muss. Ja, deswegen. Das nur als kleine Information. Dann mache ich mal weiter mit dem Spiel. Ich bin ja dabei, diese Mission, diesen Quest mit dem Geist oder das Geist. Es gibt einen Geist in einem Turm, wo es ein Problem gibt und das ich für sie jetzt lösen möchte. Ja, da geht's jetzt weiter. Ich muss mit dem Boot hier über das Wasser von der Insel rüber auf das, ja, Festland oder so. Ah ja, hier rechts rum. Um da. Es regnet. Schön. Ihren ehemaligen Freund oder ihr Freund von dem Geist zu finden. Und ah ja, da steht, bring Annabelle zu Graham. Ich weiß aber auch gar nicht so genau, wie das vonstatten gehen soll. Graham. Oh. Ich glaube, ich bin hier richtig. Moment, der Bauer wollte ja auch mit Graham sprechen. Quatschen wir mal an. Warum läufst du mir nach? Ich habe mich nur gefragt, was du von ihm willst, von Graham. Ich? Nichts. Seine Mutter macht sich Sorgen um ihn. Hat sich in seiner Hütte verkrochen, seit er von der Insel zurück ist. Redet mit keinem. Liebeskummer. Hat ihm wohl den Verstand geraubt. Und du bist der Hexenmann? Der Mutant? Ich habe schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Ganz schön irgendwann unverschämt. So, mal gucken, was mit Graham los ist. Ich will reden. Bist du taub, Mann? Ich hab hier. Wer bist du?
Ich war auf der Insel. Ich weiß, was dort passiert ist. Was willst du von mir? Ich will mit dir über Annabelle reden. Annabelle? Was kannst du schon von ihr wissen? Ich habe sie gesehen, mit ihr gesprochen. Annabelle ist tot, hat Gift getrunken. Und ich... Ich konnte sie nicht retten. Hast du sie geliebt? Ja, wie verrückt. Hab sie so sehr geliebt, dass ich dachte, wir schaffen es, ein Paar zu werden. Natürlich hatte ihr Vater was dagegen. Seine Tochter und ein Bauernlümmel. Was ist auf der Reuseninsel passiert? Erzähl es mir. Wenn's sein muss. Millie, Finch und Faulkner, die sind mit einigen anderen Raufbolden zur Insel rüber, um vom Adligen zurückzuholen, was er uns genommen hat. Sie wussten, dass mich die Bediensteten im Turm kannten und das Tor für mich öffnen würden. Ich hatte ihnen Fisch verkauft. Haben sie dich gezwungen, mitzukommen? Nein, ich hoffte, dass Annabelle und ich fliehen könnten. Aber dann brach das Chaos aus. Unsere Jungs fingen auf einmal an, alle umzubringen. Annabelle. Sie wollten sie vergewaltigen. Dann hat sie das Gift genommen. Der Magier muss es ihr gegeben haben. Ich bin aus dem Turm gerannt, schrie, dass ich sterben wollte und hab alle verflucht. Ich will nicht mehr darüber reden, bitte. Du sagtest, du hättest geschrien, als du aus dem Turm kamst. Was genau hast du gesagt? Ich weiß nicht mehr. Sie sollten bezahlen für das, was sie ihr angetan haben. Du könntest sie verflucht haben. Eine mächtige magische Aura umgibt die Insel. Leidenschaft, böse Absichten und starke Gefühle können sie erwecken. Deine Worte könnten den Fluch ausgelöst haben. Wegen ihnen hat sie das Gift genommen. Es war kein Gift. Annabelle nahm einen starken Schlaftrunk. Der Magier wollte sie schützen, sie wie tot erscheinen lassen. Mit Erfolg. Aber das heißt, ist sie... Du sagtest, du hättest mit ihr gesprochen? Mit ihrem Geist. Als sie erwachte, war der Turm voller Leichen und Ratten. Von ihrer Körperwärme angezogen, fraßen sie sie bei lebendigem Leib. Du meinst, sie war die ganze Zeit am Leben? Aber... Unmöglich. Sie war kalt wie eine Leiche. Ich hab sie geschüttelt, sie angefleht. Öffne die Augen! Ich hätte nie gedacht. Ja. So eine Geschichte kommt mir sehr bekannt vor. Dich trifft keine Schuld. Du warst unwissend und hattest nicht ahnen können, dass es kein Gift war. Ihr Götter, was habe ich getan? Wäre ich nur geblieben, um sie zu begraben, dann... Hätte ich gemerkt, dass sie noch lebt. Es hätte ein anderes, ein gutes Ende nehmen können. Wärst du auf der Insel geblieben, hättest du nicht lange überlebt. Mir wäre der Tod lieber gewesen, als sie den Ratten zu überlassen. Aber jetzt kann ich nichts mehr tun. Da liegst du falsch. Annabelle braucht dich. Ihre Seele wird nur Frieden finden, wenn du ihr hilfst. Aber was kann ich denn tun? Es ist zu spät. Begrabe ihre Gebeine. Annabelle sollte von ihrer großen Liebe zur Ruhe gebettet werden. Nur so kann der Fluch gebrochen werden. Das sind ihre Gebeine? Ja. Gib sie mir. Und lass mich allein. Ein Turm voller Ratten. 270 Erfahrungspunkte. Sag, Keira, Moment. Annabelle aktualisiert. Graham aktualisiert. Sag Keira, dass du den Fluch der Reuseninsel gebrochen hast. Okay, Charaktere sind aktualisiert. Das ist Annabelle. Und das ist Graham. Gucke ich mir alles später nochmal genauer an. Auf der Insel gab es aber noch...
Wo ist denn die Tür? Da. Auf der Insel gab es noch ein... Sieht nach Regen aus. Tod. Annabel war kein gewöhnlicher Geist. Sie ist eine Pesta. Und jetzt ist sie frei. Oh. Oh, 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 oh. Na, Moment. Mann. Liegt da was, was wir nehmen können? Ausmachen. Ausmachen, nee. Und hier sind Soldaten. Was willst du? Ja. Ich muss noch mal rüber zur Insel. Kann ich zurückfahren? Nein. So, dann... Und ich setz mal lieber ein Punkt. Ach so, hier kann ich, glaube ich, schnell reisen. Ja. Hä? Oh. Nein. Nein, weg, 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 weg. So, kommen die jetzt alle? Oh nein! Hab zu spät gesehen, dass er gleich explodieren will. Mist. Mist, Mist. Das Dumme ist, dass die Ladezeit so lange dauert. Ja, ich wollte noch mal zum Turm, weil da war noch so ein Geistsymbol. Ja, Annabel ist jetzt ein böser Geist. Ich hatte ihr nicht wirklich ganz getraut. Aber ich wollte ja wissen, wie die Geschichte weitergeht. Deswegen bin ich darauf eingegangen, sie hinzubringen. Und im Turm war noch so ein Geistsymbol. Vielleicht habe ich da was übersehen, obwohl ich zweimal nochmal gesucht habe. Deswegen wollte ich nochmal zum Turm. Mal schnell. Ah, hier bin ich, das ist okay. So. Jetzt bitte nicht das gleiche nochmal. Ah, ah, ah. Oh. Ich muss mich heilen. Deswegen ist das passiert. So. Oh. Ah, nein. Nein.
Nein. Oh. Nein. Oh, oh, weg, weg. Ach ja, die... Die explodieren alle, wenn in der Nähe einer von ihnen explodiert, dann werden sie infiziert und explodieren auch. So, wo ist denn der Turm? Wieso sehe ich den nicht? Wo ist er denn? Und da ist das Boot. Ach, da ist der Turm. Hier sind Skulen. Skulen. So, dann mal schnell zum Turm. Aber ich sehe das Symbol nicht mehr. Moment. Ja, das Symbol ist weg. Okay, dann hat sich das erledigt. Und wir können dann zu Keira. Wahrscheinlich kann ich das Schnellreise von hier aus benutzen. Vielleicht doch, ja. Gut, dann kann ich hier weg. Und mit Keira sprechen. Gibt's denn nicht einen Fußballer, der so heißt? Oder so ähnlich, ne? Oh, was ist das? Ach so, wofür habe ich denn ein Pferd? Aber jetzt bin ich ja schon fast da. Ich habe ja Plötze natürlich. So, wo ist denn Keira? Hier. Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Die Reuseninsel, ich habe den Fluch gebrochen. Was willst du mit einer magischen Lampe? Der Magier von der Insel erzählt. Erzähl mir von ihm. Was machst du im Wählen? Hast du ein... kenne ich das schon alles? Kenne ich das auch schon? Dieser Magier von der Insel. Erzähl mir mehr von ihm. Standet ihr euch nahe? Ich hätte nicht gedacht, dass du dich so für mein Privatleben interessierst. Mich interessiert eher, ob ihr euch als Magie-Experten zusammengetan habt. Auf dem Gebiet hatten wir nicht viel gemeinsam. Alexander war einer dieser nervösen Experimentierer, die nie genug Schlaf kriegen. Die Sorte, die der Meinung ist, dass ein einsamer Turm mit einem Satz Reagenzgläser und Destillierkolben das höchste Glück ist. Gibt's was Neues? Ne. Die Reuseninsel ist von ihrem Fluch befreit. Das hast du bis jetzt für dich behalten? Warum? Ich habe dir einen Xenogloss gegeben, aber der Fluch, wo kam er her? Der Fluch hing am Geist von Annabelle, der Tochter des Adligen. Um sie und die Insel zu befreien, musste Graham, ihr Geliebter, mir helfen. Also ist es gut ausgegangen? Der Fluch ist aufgehoben. Die Insel ist wieder frei. Annabels Seele auch. Aber sie war leider eine Pesta. Graham ist tot. Und du hast es nicht bemerkt? Du wirst alt. Wie auch immer, die Reuseninsel ist vom Fluch befreit. Das zählt. Ich bin fast geneigt,
gute Arbeit zu sagen. Ja, Alexander hat merkwürdige Forschungen betrieben. Eine Sache beschäftigt mich. Welche? Annabelle sagte, dass Alexander Krankheiten erforscht hat. Sie hat Katriona erwähnt. Wusstest du das? Das wussten alle Magier. Alexander war ein hoch angesehener Epidemiologe. Ich hätte alles darum gegeben, seine Notizen studieren zu dürfen, aber er hat sie eifersüchtig gehütet. Mhm. Also gut. Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Vielleicht kannst du noch ein bisschen bleiben. Da wäre noch ein kleiner Gefallen, den du mir tun könntest. Und der wäre? Ich habe einige Substanzen in Novigrad bestellt. Der Händler hätte gestern hier sein sollen, aber er war noch nicht da. Kannst du nachsehen, was passiert ist? Das Päckchen ist recht wichtig für mich. Na klar. Warum nicht? Wenn er aus Novigrad kam, muss er Schwarzzweig passiert haben. Ich sehe mich da mal um. Danke. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Aber gerne. Quest abgeschlossen. Ein Gefallen unter Freunde. Mal schauen. Was habe ich denn jetzt? Ach, das hier. Das wäre als nächstes in der Hauptquest. Und diesen Gefallen, den ich hier tun soll, ist Sex. Das mache ich doch gerne. Dann mache ich das nämlich auch zuerst tatsächlich. Achso, was steht da? Wenn der Teufel verhindert ist, schickt er eine Frau. Und wenn eine Zauberin verhindert ist, schickt sie einen Hexer, der ihre Besorgungen übernimmt. Das war jedenfalls die Idee von Kera Metz. Sie befand sich in einer gewissen Zwangslage und bat Geralt zu einem weiteren Gefallen. Diesmal muss er einen Kaufmannswagen aufspüren, mit dem einige magische Zutaten für ihr unterwegs waren. Der Wagen war bisher ausgeblieben, daher befürchtet sie das Schlimmste. Gut, das hört sich nach einer lohnenden Aufgabe an. 280 Schritt. Da ist mein plötzlich. Oh, der Weg war doch da. Wo willst du hin? Und jetzt hierher. Moment. Was ist das? Ach, Banditen. Ach, den gehe ich mal lieber aus dem Weg. Was ist das? Level 9. Ich warte damit noch ein bisschen. So. Hier also finde die Zutaten vom vermissten Transport mit Hilfe deiner Hexersinne. Untersuchen. Große, schwere Räder. Ein Kaufmannswagen. Und da hinten sind ein paar, ich weiß nicht was. Oh, die sind ja schon hier. Nee. Ertrunkene und ein Wasserreib. Meine Liebe.
Wasserweib? Wo denn? Habe ich jetzt nicht gesehen. Okay. Ach Mann, das wollte ich auch gar nicht. So, diese Spur habe ich ja. War da noch was? Wo führt das denn hin? Da hinten sind zwar mehr Ertrunkene, aber die Markierung des Quests ist doch hier. Ach, hier ist eine Schnellreise, die wahrscheinlich ich jetzt erst entdeckt habe. Aha, hier runter vielleicht. Sieht so aus. Was ist hier? Könnte man Feuer machen? Moment. Wenn ich Feuer mache, kann ich da diese Fleisch vielleicht... Ich habe doch... Oh ne, ich kann das nur ausmachen. Ja, ich weiß nämlich nicht, ich habe so viel rohes Fleisch. Tja. Oder muss ich das vielleicht ausgewählt haben? Hier zum Beispiel Essen regeneriert Vitalität. Also ich kann das roh essen. Oder kann ich damit, muss ich vielleicht dafür auch irgendwas finden, damit ich das kochen kann? Braten? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Ja, gut. Nein! Hexersinne. Aber hier ist nichts. Hier ist doch nichts. An die Spuren, die bin ich doch schon nachgegangen. Vielleicht auf der Seite des Kreises. Da hinten ist ganz viel Aktivität, aber scheint doch ein bisschen weiter weg zu sein. Ja, Finde die Zutaten. Tja. Ach, da sind auch Spuren, ich glaube. Ja, da war ich ja noch nicht. Genau. Ist bei hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Das verheißt nichts Gutes. Ja, ein Händler allein in Velen unterwegs. Das konnte nicht gut gehen. Okay, ich speichere mal hier lieber. Essensreste, zerlegtes Fleisch,
Katoglepas. Möchte wissen, für welchen Zauber man sowas braucht. Ein Paket. Die Arme ist noch intakt, aber magisch kommt sie mir nicht vor. Aus einer Art soll das wohl erklären nicht weit sein. Das hätte die Person nicht geschafft. Jetzt waren gerade zwei Dialoge gleichzeitig. Bringt Kera die Zutaten, aber eigentlich führt die Spur hier noch weiter, deswegen möchte ich mir das mal angucken. Haut auch nicht ab. Oh. Platsch. Genau. Ist hier noch was? Hat sich versteckt und auf Hilfe gewartet, die niemals eintraf. Willkommen in Velen. Volker, wir haben es geschafft, alter Freund. Wir haben nicht nur alle Vorräte verkauft, sondern auch noch zum dreifachen Selbstkostenpreis. Unser Kunde will alles Wein aus Beauclair vom Biolais, also Französisch, eine komische Sprache, bis zum ältesten Jahrgang, Weiß, Rot, Rosé, alles. Katoblepasfleisch, Einmachfleisch, Pfeffer, Zimt, Nelken, ich sag dir, Freund, er will alles. Die Sachen hat nur einen Haken. Wir müssen die Güter nach Velen bringen, in ein Dorf namens Mittelhain. Ich weiß, riskant, schließlich ist Krieg und so. Aber denk an das Geld. Wir haben schon einen Pass für deine Ponta-Überquerung besorgt und von da aus ist es ein Katzensprung. Alles wird gut werden, Klaus. Wir machen halbe. Ja. Es ist wohl nicht alles gut gegangen. Okay. Nicht springen, sondern laufen. Ich glaube, da vorne war doch eine Schnellreise. Irgendwo. Wo war das denn? Okay. Von dem will ich jetzt mal nix. Warte doch hier. Ach ja. Da ist die Schnellreise, aber ich könnte auch einfach zu ihr. Moment, ich zu ihr reiten, wollte ich sagen, aber. Was ist hier? Bewachter Schatz. Achso, das ist, was ich gesehen habe. Na klar. Das lasse ich erstmal. So, plötzlich. Huch. Komm her. Schneller. Genau. So schnell du kannst. Bring mich hier weg. So. Hierher. Heya! Ja. Plätze. Langsam. Gut. Ist sie noch in ihrer Ecke? Ja. Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Ja. Gibt es hier was Neues? Nö. Ich habe diese Substanzen, die du wolltest. Sehr schön. Dann steht meinen Studien der Baumwurzelmuster ja nichts mehr im Wege. Doch zuerst... Machst du dir einen Glühwein? Ich habe die Wagenladung gesehen.
Vorzügliches Fleisch, teure Weine, serikanische Gewürze. Kein bisschen Magie. Willst du mir nicht sagen, was du im Schilde führst? Ich würde es dir lieber zeigen. Aber du musst dich etwas gedulden. Okay. Na gut, ich will es wissen. Ich warte. Dann husch. Raus. Willst du dir was Bequemeres anziehen? Später. Nur nichts überstürzen. Also los, raus mit dir. Ganz schön geheimnisvoll, diese Kira. Du warst geduldig. Danke. Ich bin fast fertig. Wenn ich weiße Mäuse sehen will, betrinke ich mich einfach. Ich sagte fast. Jetzt stör mich nicht. Wie kann ich gewinnen, Kaifil? Ja, genau, es waren noch drei. Was ist mit der dritten Maus passiert? Der Zauber glückt in zwei Dritteln der Fälle. Ich nehme immer eine mehr, als ich brauche, nur zur Sicherheit. Also wo? Keira, würdest du mir erklären, was hier los ist? Kennst du das Märchen von Cinderella? Und auch die wahre Geschichte. Ein Zeugel tauchte im Palastteich auf und fraß Prinzessin Cinderella mit Haut und Haar. Ein Schuh blieb übrig, woraufhin... Ich bitte dich, kein Wort mehr von Zeugeln. Also, zurück zu dem Märchen. Ich würde diesen grässlichen Sümpfen gerne für eine magische Nacht entfliehen. Eine gute Fee brauche ich nicht. Ich wirke die Zauber selbst. Aber einen Prinzen könnte ich gebrauchen. Zufällig bist du der einzige anständige Kandidat in ganz Velen. Was sagst du zu einem Ausritt im Mondschein mit Abendessen? Oho. Ich bin ein Hexer, kein Weiberheld. Ich glaube, wenn ich das hier, das ist ja weiß, dann sollte doch diese Quest oder die Möglichkeit sehr gerne darauf einzugehen. Ich bin ein Hexer. Noch möglich sein. Nun bilde dir nichts ein. Ich will mich nicht im Unterholz von dir bespringen lassen, sondern einen angenehmen Abend verbringen. Aber wenn du nicht willst, dann nicht. Doch, doch. Na klar. Oh, na gut. Ich mach's. Ich fühle mich ja so geschmeichelt. Ehe wir gehen, da ist noch etwas. Musst du einen Kürbis in eine Kutsche verwandeln? Nein. Ich verwandle unsere ranzigen Fetzen in etwas Passenderes. Guck nicht so. Es ist nur eine Illusion. Die tut nicht weh. Und wenn es dämmert, ist alles wieder beim Alten. Ja. Ja, warum nicht? Warum nicht? Wenn schon, denn schon. Klar. Dann gut festhalten. Vella Glan! Und was meinst du? Dekolleté zu sittsam? Genau richtig. Ich hätte auch deine Haarfarbe ändern können, wo ich schon dabei war. Ich mag dunkelhaarige Männer. Aber gut, in der Not, dann nichts wie los. Das Essen wartet. Der Letzte macht den Abwasch. Okay, liefere dir mit... Ach so, ein Rennen. Wohin denn? Ach, muss ich jetzt selber steuern? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das selber steuern muss. Deswegen mache ich das mal lieber. Oh, ich bin so Ausdauer. Die Ausdauer muss ja beachtet werden. Und wenn ich sie... Hey, Cinderella. Ach, daher. Nicht, dass du runterfällst. Okay, jetzt ist sie weg, ne? Kann ich sie noch aufholen? So schnell du kannst! Fang mich doch! Ich glaube, hier in der Gegend war ich noch gar nicht. Ach, wir sind schon da.
Wer hat jetzt gewonnen? Das war ein bisschen knapp, aber ich glaube sie. Ich dachte, du wärst ein besserer Reiter. Fürs Protokoll. Ich bin auf einer Maus geritten. Für jemanden, der sonst auf einer Plötze reitet, dürfte das ja nichts Besonderes sein. Verstehst du jetzt, wozu ich diese Substanzen brauchte? Das war den Aufwand wert. Das hättest du mir sagen können. Rind in Zimt und Nelken, gegrillter Kapaun mit Schalotten. Es war den Aufwand wert. Vom Weißen oder vom... Trockenen Roten. Aber lass ihn erst etwas atmen. Für einen Weinkenner hätte ich dich nicht gehalten. Dachtest du, Hexer saugen Ertrunkenen das Mark aus und spülen's mit Pfützenwasser runter? Mehr oder weniger. Nun, genug geschwätzt auf nüchternen Magen. Hauen wir rein. Das muss ein kleines Vermögen gekostet haben. Bist du sicher, dass ich mich nicht beteiligen soll? Bitte, das schaffe ich schon. Du weißt schon, ein Dutzend Eier hier, etwas Geflügel da. Außerdem stabilisieren sich meine Finanzen bald. Wir feiern also etwas. Na schön, ich bin neugierig. Feiern wir etwas? Ja, eine Rückkehr zu den Lebenden. Aber das wollte ich gar nicht besprechen. Danke noch einmal, Geralt, für deine Hilfe mit dem Turm. Du warst toll. Das war nicht der erste Fluch, den ich gebrochen habe. Aber einer der schwierigeren, stimmt's? Was da auf der Insel passiert ist, mir läuft's kalt den Rücken runter. Und das Labor. Ich hoffe doch sehr, dass jetzt alles verbrannt ist. Die Käfige, die Leichen, die Papiere. Die Werkstatt ist nicht verbrannt, falls du das meinst. Warum ist dir das wichtig? Die Werkstatt habe ich nicht zerstört, wenn du das meinst. Das hielt ich nicht für nötig. Wenn Alexanders Resultate in die falschen Hände fallen. Wobei, die Reuseninsel hat einen abscheulichen Ruf. Da wagt sich niemand hin. Vielleicht gibt es keinen Grund zur Sorge. Tut mir leid, so ein ernstes Thema hätte ich nicht ansprechen sollen. Während unseres romantischen Abendessens. Romantisch? Ich dachte, wir wären als Freunde hier. Freunde? Mit gewissen Vorzügen. Also? Oh. Erst sagt sie, dass sie nicht besprungen werden will von ihm. Und jetzt gibt es spezielle Vorzüge. Du musst mich nicht zweimal bitten. Mir ist nicht danach. Tut mir leid, es gibt da jemanden. Sind wir treu? Oder lassen wir uns das nicht entgehen? Ich glaube, wir sind treu. Tut mir leid. Da gibt es schon jemanden. Na und? Oh, Geralt, Geralt, du bist so altmodisch. Legst du dich wenigstens her und betrachtest die Sterne mit mir? Warum nicht? Weißt du, wie dieses Sternbild in Serikanien heißt? Bestimmt irgendwas mit Drachen. Nein. Es hat einen anderen Namen. Etwas unanständig. Komm näher, dann flüstere ich ihn dir ins Ohr. Ikvane Navr. Kera? Wo? Sie hat mich mit einem Zauber einschlafen lassen. Sie hat was vor. Die Reuseninsel. Der Turm. Quest abgeschlossen. Kera Eintrag aktualisiert. Der neue Quest zur Förderung der Bildung. Das schaue ich mir mal an mit Kera, was ich da Neues erfahren haben soll.
Dann bat Kehra Geralt noch mal einen weiteren Gefallen. Er sollte... Ja, das kennen wir ja schon. Moment, wenn hatte nie aufgehört, den luxuriösen Hofleben zu vermissen. Die redgedeckte Karten konnten sich schwerlich mit eleganten Ballsälen, Palastgärten messen. Eines Tages beschloss sie sich, eine Abwechslung von den tristen Atmosphäre Velens in Form ausschweifenden Festmahl zu gönnen. Die Beschaffung der erforderlichen feinen Zutaten erwies sich schwierig. Zauberer mit Freunden nahm sich aber in anderer Hinsicht ungewöhnlich zusammen und schlug ihre uns zweideutige Angebot aus. Der Abend, der so angenehm begonnen hatte, endete für den Hexer unerfreulich. Ira hatte ihn mit einem Zauber hinterrücks einschlafen lassen. Sie wollte offenkundig etwas vor ihm verbergen. Ja. Das ist ein Hauptquest. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Quest wir da gerade bekommen haben. Achso, das sind die abgeschlossenen. Dann mache ich halt als nächstes hier weiter. Das ist nämlich für Stufe 6. Oder ich mache hier weiter. Das ist ja schon ziemlich fortgeschritten. Finde die Hütte des Weidelehrers. Oder sollte man das zuerst machen? Wer weiß. Nein. Ich mache hier weiter. Worum geht's da? Der Baron erwies sich... Ach so, das ist... Ja, das ist die Quest des Barons. Was haben wir denn hier noch? Irgendwas... Außergewöhnliches? Nee. Das war eine seltsame Quest. Laufplätze. Mit dem romantischen Abenddinner. Allerdings fand ich das auch irgendwie schön. Es hat da irgendwie was Schönes. Oh. Der Allgott hat 6 Ferkel verloren. Komm schon, Plätze. Langsam. Oh, wir sind verdammt. Ich guck mir das mal an. Was macht ihr hier? Wie? Bist du gerade vom Baum gestiegen? Wir opfern dem Allgott, das sieht man doch. Auch du kannst seine Hilfe suchen, mit den passenden Opfergaben jedenfalls. Unsere hat er verschmäht. Dann hat er das ganze Dorf verflucht. Dieser Allgott, von dem habe ich noch nie gehört. Ist das eine neue Gottheit? Nein, eine alte. Schon unsere Vorfahren haben ihn verehrt. Es heißt, Roßler von Erzdorf sei hergekommen, um Reisig zu sammeln. Plötzlich stand ohne Grund ein Busch in Flammen. Und Roßler hörte eine Stimme aus dem Boden, die Opfergaben und Gehorsam verlangte. Seitdem kommen wir her und opfern. Dafür wacht der Allgott über uns und bewahrt uns vor dem Bösen. Mhm, das sieht man. Was stimmt denn nicht mit euren Opfergaben? Verspotte uns nicht. Natürlich haben wir nur armselige Gaben gebracht. Vor dem Krieg hätte ich die nicht einmal meinem Hund gegeben. Aber was sollen wir machen? So sind die Zeiten. Und sie werden noch schlimmer. Der Allgott hat gesagt, wenn er nicht mindestens einen Schinkenschlegel und ein Fass Bier kriegt, füllen die Flüsse sich mit Fröschen und die Ernte wird von Heischrecken oder so gefressen.
Schrecken. Ich könnte mich bei eurem Allgott mal für euch verwenden. Könnte sein, dass wir uns einigen können. Tja, das wäre vielleicht einen Versuch wert. Um mit ihm zu sprechen, musst du dich vor einen Altar stellen und rufen, Allgott, hilf einem armen Wicht in Not. Wer weiß, vielleicht hört er ja auf einen Fremden. Okay. Ein gieriger Gott. Hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Was? Das Auge? Interagieren. Oh. Finde die Hütte des Weidelehrs. Ja, ach so, ja, das ist die Aufgabe, die ich hier ausgesucht hatte. Oh. Was? Wer wagt es, meine Heiligkeit zu stören? Geralt von Riva, ist mir ein Vergnügen. Ich dachte mir ja, dass der Allgott ein körperliches Wesen ist, aber dass er so fett ist, hätte ich nicht gedacht. Hast dich schön auf Kosten der Bauern gemästet. Kosten, Kosten! Und was ist mit der Hilfe, die ich ihnen gewährt habe? Segen, Absolution und erleuchteten Rat? Diese Leute brauchen das, glaub mir. Ich würde immer noch über sie wachen, wenn sie ihren Teil beitrügen. Aber diese jämmerlichen Brosamen in letzter Zeit... Die sie ihren Kindern vom Munde absparen. Und dann hast du sie auch noch verflucht. Und verflucht bleiben sie auch, bis sie mir angemessene Opfergaben bringen. Quark und Molke sollen sie vergessen. Das kannst du ihnen sagen. Oh, es gibt viele Dialoge. Seit einem Jahrhundert vielleicht. Eines Winters habe ich hier Zuflucht gesucht und ein Feuer angezündet, so groß, dass die Flammen durch den Riss geschlagen sind und die Büsche oben in Brand gesetzt haben. Ich musste husten und plötzlich hörte ich einen Bauern. Eine Stimme aus dem Nichts. Ein Wunder. So wurde ich ein Gott. Eher ein Parasit. Vielleicht auch das. Aber was sind dann Freya und Melitele? Wollen Gebete und Opfergaben, geben aber nichts zurück. Ich rede immerhin. Ich habe da einen Einfall. Ich bring dich um. Gib dich mit dem zufrieden, was du kriegst. Oder stirb. Gut, ich sag's ihnen. Vielleicht sollte ich das hier machen. Ja, versuche ihn zu überreden. Jetzt hör mal zu, Speckarsch. Du gibst dich mit dem zufrieden, was du kriegst, sonst werfe ich dich den Raben vor. Verflixte Reformer. Na schön, ich speise bescheidener. Aber nur bis Kriegsende. Keinen Tag länger. Das hat ja funktioniert. Quest aktualisiert. Ein gieriger Gott. Moment. Ich schau mal nach. Zeit ist fast um. Ein gieriger Gott. Wo ist er denn? Da. Sprich mit dem Bauern. Ja, das mache ich. Das mache ich. Das mache ich. Vielleicht gucke ich mich hier ein bisschen um. Zum Beispiel hier. Komm. Kann ich mir das einfach schnappen? Hat keiner was dagegen? Na, das auch. Da ist noch eine Truhe. Ah, so ein Balken hatte ich schon mal gesehen, dass ich das brauche. So, komm her. So. Ich muss mal auf die Uhr gucken. Ach so. Ich muss hier Schluss machen. Genau. Ich mache hier Schluss und in der nächsten Folge rede ich mit den Bauern und dann geht's weiter. Gut. Ja.
Also Leute, ich muss hier Schluss machen. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.